Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. Wir spielen heute im Roten Wald, das ist eine meiner Lieblingsmaps. Und wir spielen mit Feng Min, das ist eine meiner Lieblings-Survivorinnen. Wir sind die Besessenheit, warum auch immer. Wir werden es bestimmt erfahren. Und wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich mir tatsächlich den Gamer-Pulli für Feng Min gegönnt. Mit dem habe ich ja schon eine Weile geliebäugelt und ich hatte so viele Blutscherben auf der hohen Kante, dass ich mir den jetzt einfach mal geholt habe. Und ich finde, den kombiniert man auch super schön mit so einer schlapprigen Hose und halt einem Pferdeschwanz. Muss ja nicht immer schick sein, kann auch gemütlich sein, ist nicht zu hell. Man wird nicht zu schnell gefunden. Läuft. So, wir haben es mit Ruinen zu tun. Und gerade bin ich irgendwie in der Nähe vom Killer nochmal davon gekommen. Er hat dafür jemanden anderen gekratzt. Wer genau es ist, habe ich jetzt tatsächlich gerade nicht gesehen, aber wir werden es bestimmt erfahren. Und gerade wurde das Totem von Ruin zerstört. Das heißt, jetzt gehen auch die Generatoren easy. Ich mag die Map, weil sie ist dunkel, sie ist neblig, es regnet, die Atmosphäre überhaupt. Von dem Wald finde ich total schön. Viele schöne Bäume, Sträucher. Menge Verstecke sozusagen. Und sie ist schön groß. Ich glaube, als Killer mag man die Map vielleicht weniger. Aber als Überlebender finde ich sie halt, wie gesagt, spitze. Ich bleib mal hier. Oh, es ist der Geist. Okay. Wir schauen uns um. Hier wird schon wieder irgendwie geschlagen. Okay, er hat mich nicht gesehen. Dann flitze ich mal Richtung Haken. Ich komme schon, Mac. Ich hole dich. So, sie läuft. Sie hat einen Werkzeugkoffer dabei. Vielleicht können wir ja zusammenbleiben. Würde sich ja lohnen. Mac, lauf mal nicht zu weit. Heilen und so. Ich würde dich gerne vorher heilen, bevor es knallt. Okay, Mia hat das anders gesehen. Ich persönlich finde es strategisch, wie gesagt, immer cleverer, den Generator so weit fertig zu machen wie nur möglich und da eben danach dann halt zu heilen und dann den Generator fertig zu machen. Das andere lockt den Killer nur an und da kommt man vielleicht nicht mehr zum Heilen. Hatte ich schon oft gehabt. Bin deswegen da kein Freund mehr von. Den Generator mal schnell antippen kann man immer noch, aber den Kollegen fertig heilen dauert eben doch ein paar Sekunden. So, wir gehen mal zum Generator nach oben. Das ist ja hier auf der Map der schwierigste, beziehungsweise der anspruchsvollste, weil er natürlich gut eingesehen werden kann von allen Seiten. Ich stelle mich mal ganz hinten hin. Ich sehe ja den Geist trotzdem um die Ecke schneiden und außerdem habe ich von hier einen guten Weg nach unten. Wir werden ja sehen, ob er kommt. Aber anscheinend ist er gerade beschäftigt. Ich muss unbedingt versuchen, ein bisschen langsamer zu reden, aber ich habe so ein bisschen, also was heißt bisschen, ich habe halt Berliner Dialekt. Da hatten wir es wieder mit dem Abbrechen. Während der Reparatur einfach so, obwohl ich den Knopf gedrückt halte. Jedenfalls ist mir der Schnabel ein bisschen schnell gewachsen. Wie in Berlin, wir schnattern schnell und... Naja, manchmal stolper ich dann über meine eigene Zunge. Zumindest immer in diesen Videos. Ich schwöre, diesen Sprachfehler, den ich hier immer habe, den habe ich im echten Leben so gut wie gar nicht. Ne? Wenn ich ein bisschen müde bin oder übermüdet und gestresst, dann habe ich den schon mal eher auch mal so... Aber ansonsten drücke ich mich eigentlich relativ locker, easy und gewillt aus. Bin so locker vom Hocker eigentlich. Vielleicht bin ich in den Videos immer noch ein bisschen zu angespannt. Weil ich immer noch diesen Druck unterliege, also mir den selbst auferlege, möglichst alles perfekt machen zu wollen und dadurch entstehen Fehler. Sollte ich nicht machen, ich sollte versuchen, einfach mehr ich selbst zu sein. Ich gebe mir die größte Mühe. Da hinten wird aufgehangen. Ich hocke mich mal kurz hier in die Ecke und schaue, was passiert. Wenn dann etwas passiert. Ja, ja, da passiert es. Game over. Steht bei mir hinten drauf. Ich
Ich habe ja noch so eine Gaming-Kluft, diese in grün und braun. Die ist jetzt schon gerettet, die Person. Und da steht GG drauf vorne. Fällt mir persönlich auch sehr gut. Hey, Mac. Wollen wir uns zusammen einen Generator suchen? Wollen wir ein bisschen schrauben? Mac folgt mir noch. Okay. Okay, sie folgt mir nicht. Sie möchte anscheinend helfen gehen oder doch zum Generator. Ich weiß es gerade nicht. Ich folge ihr mal. Beziehungsweise ich folge ihr nicht. Ich habe einen Totem gefunden. Meine Priorität liegt da ganz klar. Die andere ist auch gerade wieder frei. Die Geräusche, die Feng macht, wenn sie ein Totem kaputt macht. Wenn ihr noch nicht die animierte Parodie von Dead by Daylight kennt, dann guckt mal unbedingt auf Simulations Kanal nach. Die Videos sind der Hammer. Ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen, weil sie einfach so wahr sind. So, zwei Teamkollegen stecken in der Klemme. Und ich sehe, Mac geht helfen. Dann wollen wir mal kein Spielverderber sein. Einer lockt und der andere rettet. Das ist der Plan. Sie hat gerade einen Schlag eingesetzt. Eingesteckt, wollte ich eigentlich sagen. Jetzt wollte ich retten gehen, aber dann lässt er denjenigen welchen hier fallen. Katze, du hast ein schlechtes Timing. Nein! Nicht. Sorry, Leute. So, wir heilen mal schnell. Sie hat sich schlauerweise recovered. Wir heilen mal fertig. Die andere hat geliehene Zeit und ist noch auf der Flucht. Er kommt zurück, aber wir werden vorher fertig. Lauft, Leute. Ich liebe dich auch, Katze. Kannst du damit jetzt aufhören? Es möchte gestreichelt werden. Ich sag ja, ich habe immer ein extra Handicap beim Spielen. Soll ja nicht zu leicht sein. Oh oh, da liegen jetzt schon zwei. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Da läuft noch eine Mac herum. Im Moment können wir gar nichts machen. Wir müssen darauf warten. Genau darauf, dass jemand sie aufhebt. So. Er geht nicht an der Palette vorbei. Ich lasse dich nicht durch. Einen Schlag habe ich eingesteckt und die andere ist jetzt auch schon wieder frei. Nee, ist nicht frei. Quatsch. Shit. Die eine Person wurde geopfert. Ich dachte, die wäre frei, aber das war bloß die Besessenheit. Also ich, die angeschlagen wurde. So wieder zum Thema, wo ich schon wieder meine Augen habe. Der erste ist tot, der zweite hängt. Und ich bin am Heilen. Kommt der jetzt hierher, der Geist? Hey, Mac! Komm mal kurz hier, heil mich mal. Heil mich mal. Nicht die Palette aus Versehen runterreißen. Bye. Dieser verschissene Geist. Muss ich ja mal so sagen. Taucht der hinter uns auf hier. So, pass auf. Ich bin hier gleich in der Hütte. Ich zeig dir mal, was eine Hake ist. Hoffentlich. So, wieder zurück. Habe ich ihn schon abgehangen? Reicht es schon? Schnell heilen. Kann die andere Person noch gerettet werden? Nein, die stirbt jetzt. Da kommt jede Hilfe zu spät. Mist. So, ich glaube, die andere hat es noch versucht, aber hat es halt nicht mehr hingekriegt. Wurde dafür angeschlagen. Hier ist ein Generator, der ist schön weit weg. Versuchen wir da mal unser Glück. Ohne Toolbox am besten. Die würde ich gerne aufheben, wenn es irgendwie möglich ist. Das wird eng. Zu zwei Generatoren, das wird eng. Zumal die, die ich sehen kann, auch alle relativ dicht beieinander stehen. Hier muss man ja auf alles gefasst sein. Mal schön umgucken. Oh. Ab in den Schrank. Sicherheitshalber. Manchmal haben die Leute ja auch Barbecue-Chili dabei und können es bloß nicht ordentlich nutzen.
Also kriegen das nicht mit, zum Beispiel drehen sich nicht schnell genug um zu gucken, wo die alle sind. Deswegen kann es durchaus sein, dass ein Killer Barbecue und Chili hat und sich den Perk vielleicht bis zum Ende aufhebt. Jetzt hat er die tatsächlich in den Haken gehangen. An den Haken hat er sie auf jeden Fall auch gehangen, aber er hat sie in den Keller gehangen. Sie macht Fluchtversuch. Und struggelt, okay. Den Fluchtversuch hat sie sich gegönnt. Nee, hat sie nicht gegönnt. Sie gibt auf, direkt. Okay, dann brauche ich es gar nicht probieren. Ich gehe einfach nochmal in den Schrank, falls der jetzt hier langläuft. Ich muss ja ein bisschen warten, bis die Luke kommt. Ich weiß ja noch gar nicht, wo die ist. Was ist da los? So, jetzt gilt es. Wieder dasselbe Dilemma, was wir hier schon öfter mal hatten. Den Geist kann ich nicht sehen. Ich muss aufpassen. Ganz arg sogar. Da vorne irgendwo. Da. Ich sehe ihn da links rumlaufen. Seine schemenhafte Gestalt. Wabbert durch den Nebel des Waldes. Wo ist er denn jetzt? Nicht, dass er gleich hinter mir bling, bling, bling macht. Ist er wieder hier? Oh, der hat mich nicht gesehen. Wenn er sich jetzt umdreht, dann sieht er mich definitiv. Aber er tut es nicht und er hat es nicht. Tief durchatmen. Wenn er da hinten rumguckt, wird die Luke wahrscheinlich nicht hier sein. Weil dann würde er die nicht zurücklassen. Deswegen gehen wir auch mal vorsichtshalber in die Richtung. Wir folgen dem Geist sozusagen ein bisschen. Vorher schaue ich mich hier nochmal um. Vielleicht sehe ich ihn ja aus dem Fenster heraus. Nee. Ich traue mich auch nicht aus dem Fenster zu springen jetzt. Nicht, dass er genau dann in dem Moment mal hierher guckt. Tut mir immer leid, wenn ich auf der Suche nach der Luke immer so ein bisschen zaghaft und zurückhaltend bin. Aber ich bin kein Freund von riesengroßen Risiko in solchen Spielen. Da bin ich lieber doppelt und dreifach vorsichtig. Auch wenn es heißt, dass ich die ganze Zeit durch die Map crouche, nicht renne, mich vielleicht lieber 3 Minuten extra lange verstecke, weil ich eben mir nicht sicher bin oder denke, es droht mir gerade Gefahr. Ich mag das Outfit an Fengmin. Gefällt mir. Das würde ich auch tragen. Eigentlich wäre das eine richtig coole Idee für DBD-Merch. So ein paar Klamotten von den Leuten rauszubringen. Also jetzt in Echtgrößen, ne? Dass man sagen kann, hey, ich kaufe mir jetzt, weiß ich nicht, das und das T-Shirt. Also gerade bei diesen Pullis oder so würde ich das richtig cool finden. Sie müssen ja nicht aus Wolle sein. Die können ja auch aus Baumwolle sein, so als langarmiges Sweatshirt oder so. So, wir hatten den Ausschlag, also irgendwo muss der Geist in der Nähe sein. Ich gucke gerade. Höre ich hier was? Bin mir echt nicht sicher. Wir müssen gucken. Sehen wir die Luke hier irgendwo? Ah, schon wieder ein Ausschlag. Also muss er irgendwo da sein. Ich höre Schritte. Der Geist kommt. Der Geist kommt. Fuck. Ah! Luke. Da ist die Luke. Nope. Meine Luke. Ja, steig darüber. Ciao. Was hat der denn gemacht? Ich meine, warum steigt er da drüber? So kriegt er mich natürlich nicht mehr. Lieber Herr Geist, das nächste Mal, wenn du mich wirklich kriegen willst, solltest du dich nicht damit aufhalten, irgendwo drüber zu steigen. Das war ja cool. Das war richtig lustig. Das war vor allem knapp. Der hätte mich ja... Ich wusste ja nicht, wo die Luke ist. Wenn ihr gewollt hätte, wäre ich jetzt Matsch gewesen. So, Level 61. Hübsch, hübsch. Gibt es wieder ein paar Blutscherben extra aufs Konto. Ja, ich bin leider die Einzige, die entkommen ist. Obwohl die anderen echt gut gespielt haben. Immer kommt dieser Schwarzbildschirm. Ja, er hatte Ruin dabei und... Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste war dann ich. Ich war ja die Besessenheit. Na gut. Er hat mich zwar bis zum Schluss aufgehoben, aber gekriegt hat er mich nicht.
Verbittertes Gemurmel, Ruin und Bluthund. Hat er auch noch dabei. Naja, hat ihm nichts genützt, also zumindest nicht, was mich betrifft. Das Beste floh zum Schluss. Tut mir leid um die anderen Kollegen, aber es hat nicht sollen sein. Ich hoffe, dass wir bald mal wieder eine Runde spielen, wo wir mit allen Vieren entkommen, und zwar so auf die richtig coole Art und Weise. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Runde. Ciao, ciao! Herzlichen Dank, dass du eingeschaltet und zugeschaut hast. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch vielleicht ein Däumchen nach oben und vielleicht sogar ein Abo da. Damit du kein Video mehr von mir verpasst, musst du natürlich auch die Glocke aktivieren. Wenn du glaubst, dass auch andere Spaß mit mir haben können, dann sag's doch deinen Freunden weiter. Und wenn nicht, dann ist auch nicht schlimm. Ich sage Tschüss mit Küsschen und bis dann.